Moin Leute und willkommen mal wieder zu einem neuen Video von mir auf den Judenalden-Kanal. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr hochgeladen, aber wir machen heute auf jeden Fall eine. Okay, jetzt fliege. Eine Tierlist von Rappern. Ja, was soll man noch mehr sagen? Die Tierlist, also ja, mit den Rappern und so, ist von Ape. Vielleicht kennt ihr ihn auf TikTok, er ist der J. Cole Slander. Oder für was kennt man ihn denn? Keine Ahnung, den Deathgrips-Fan, ja. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir starten. Das ist auch nach Alphabet geordnet. Das heißt, wir fangen mit den Zahlen an. Fangen wir an mit 21 Savage. Okay. Wir haben einmal Goat Stats übrigens. Amazing, Great, Good, Meh, Bad und Terrible. Ich würde sagen, wir tun ihn in Gut, ja. Und noch eine Sache, wenn ich sage 7 von, also ich werde jetzt immer durch die ganzen Alben von den Artist-Künstlern durchgehen und wenn ich sage 7 von 10 zum Beispiel, ist es eine Low 7. Und wenn das eine 7,5 von 10 ist, dann ist es eine Decent 7. Und wenn ich sage 7,8, also das sind die drei, die ich jetzt sagen werde, weil so ist Specific, keine Ahnung, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Spezifisch, keine Ahnung. Will ich jetzt nicht sein. Das ist ein bisschen corny, finde ich. Aber mache ich auf TikTok auch manchmal so. Aber jetzt das so komplex zu machen, will ich jetzt auch nicht. Aber ja. Genau. Und ich sage natürlich jetzt nicht High 7 oder so. Keine Ahnung. Ich will halt schon irgendwie deutsch bleiben oder so. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall. Savage Mode. Also Savage Mode 1. Ist so eine 2,8. Ich feiere eigentlich nur zwei Songs so richtig. Andere Songs sind so sehr langweilig. Ja. Dann haben wir Without Warning. Ist so eine 7. Low 7, ja. 7 von 10. Bisschen overrated schon, aber natürlich Songs wie Ghostface Killers. Right. Richtig? Ja. Ghostface Killers und Ric Flair Drip. Rap Saved Me ist noch ziemlich gut, meine ich. Ja, safe. Machen das Album einfach schon sehr gut. Und die anderen Songs sind auch ganz gut. Nur ein bisschen repetitive, so ein bisschen. Und ja. 22 G's habe ich nicht wirklich viel von gehört, deswegen lasse ich mal aus. 24 Gay Golden. Ja, irgendwie ist das ein bisschen verfuckt. Egal. Machen wir einfach weiter mit Tupac. Ich glaube, ich habe zu wenig Tupac gehört, um es wirklich zu entscheiden. Aber von was ich gehört habe, nicht. Ich bin nicht so da. Nein, die Old Head. Ich tue ihn mal ein Good. So, okay. 42 Duck ist so meh. Ist nicht bad, aber hat auch zu wenig, glaube ich, rausgelassen. Gedroppt einfach. Ja, also ich habe sein Album nicht gehört, aber die Verse auf We Paid von Lil Baby ist schon ziemlich gut gewesen und der Song For the Gang with Rich ist richtig gut, mit dem Sample auch noch anfangen, richtig, richtig gut. 6ix9ine, achso, zu dem Mann da unten. Nervt ein bisschen, okay, 6ix9ine, ich würde ihn in Bad tun. Er hat zwei gute Songs. Kiki feiere ich. Und Billy feiere ich auf jeden Fall. Guba vielleicht auch. Muss ich ehrlich sagen, feiere ich eigentlich den Song recht. Ja. Hey, Boogie with the Hoodie würde ich auch so in Good tun. Artist 1 ist so eine 7 von 10. Jungle ist richtig gut. Ich weiß noch, als das ein TikTok-Trend war. An die anderen Songs kann ich mich nicht so erinnern, aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich gemacht habe. Dann, sein neues Album habe ich noch nicht gehört. Das ist einfach, ich habe Leute gehört, das ist richtig repetitive ist und so. Me and My Guitar habe ich gehört. Ein richtig guter Song. Demons Angels habe ich gehört. Dann International Art, das ist okay. Glaube ich so eine 5 von. 4,8 von 10, sage ich mal. Ja, er ist fast mehr, aber im Moment ist er nicht wirklich gut. Ich habe seinen neuen Song mit Lil Durk gehört, das ist nichts Besonderes. A$AP Rock habe ich nicht wirklich, ich habe keinen einzigen Song von ihm gehört, muss ich ehrlich sein. Außer als Snippets.
Mean ist ziemlich underrated, muss ich sagen. Ich würde ihn aber trotzdem in Meh noch tun. Aber ganz hoch. Oder soll ich ihn in Good tun? Ja, okay, aber Low, Low, Good. Mhm. Das. Ach, wie heißt das Album? Das kam auf jeden Fall letztes raus, Jahr raus und. Ich glaube, dieser gab es eine Deluxe. Ah, wie hieß es? Ich guck kurz nach. Ich habe ihn übrigens durch Soundcloud rausgefunden. Ich habe mal einen Song von ihm gehört. Limbo, genau. Limbo ist ein richtig gutes Album gewesen. 7,5 oder 7,8. Ja. Mehr habe ich aber nicht gehört. Hat er? Ja, der hat mehr Alben, aber. 1,5 und Good For You hat er noch. Hm. Keine Ahnung, wer das ist gerade. Kann ich nicht wirklich erkennen. Ich glaube, Scuba Cure bin ich mir nicht komplett sicher. Ja, Little Baby ist so meh. My Turn habe ich nicht ganz zu Ende gehört. So was ich gehört habe, ist so eine 6. 6,5. Ist aber Banger dabei. Nur die Lows sind halt richtig low und einfach nur repetitive. Was haben wir noch? Ja, nein, habe ich nicht wirklich gehört. Ich würde den meh tun. Kann sie aber ändern. Baby Keem, zu wenig gehört. Genauso wie Big L. Big Sean. Big Sean, ja, Big Sean ist high, meh. Irgendwie ist der corny. Keine Ahnung. Und irgendwas ist in seiner Stimme, dass es corny ist. Aber Paradise Extended? Richtig guter Song. Muss ich ehrlich sagen. Und der Part, wo er einfach nur durchflappt, ist einfach nur krass. Also, ja, high, meh. Aber nicht wirklich ein Album gehört. Deswegen kann ich auch nichts wirklich sagen. Ah, hier ist von Vogel. Okay, Biggie. Habe ich sein Album angehört? Ich ziemlich gut. Don't Forget Galen ist ziemlich overhated. Ich würde ihn in Low Good tun. College Dropout ist ein 7 und dieses neue Album ist so eine 6,8. Ist solid. Zu wenig gehört. Hm. Block by JB habe ich zu wenig gehört, aber ich würde ihn jetzt mal einfach in Bear tun. Einen guten Song, obwohl er hingecarried kommt, terrible. Blueface ist meh. Hab früher ihn gefeiert, aber irgendwie. Ich glaube, er hat einfach zu wenig draußen, aber ich würde ihn in meh tun. Ja, dieser eine Song, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Keine Ahnung warum. Mir dieses zweite Wort von diesem Song nicht einfällt, keine Ahnung, egal. Das ist auch so tricky, no. Ich glaube, das ist Brockhampton. Habe ich ziemlich gehört. Kann man das ist. Cardi B würde ich in Bad tun. Ja, sie hat einen guten Song, Bodak Yellow. Ja, obwohl Bodak Yellow Lyrical halt echt scheiße ist. Sorry. Aber. Ja. Oh, okay, Playboy Cardi. Wir haben einen, der etwas high ist. Ich würde ihn in Amazing tun. Ist er Top 10? Ja, ich glaube schon. Walla the Red ist eine 10 von 10, muss ich ehrlich sagen. Dilated ist eine 9,5. Und Self-Titled ist eine 7,5. Amazing. Ja, nicht Gold, vielleicht Gold. Vielleicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich sehe ihn halt nicht auf Level wie andere, die, dass ich jetzt nicht spoilern will. Ich glaube Chance the Rapper, also wir machen jetzt mal. Ich glaube Chance the Rapper habe ich viel zu wenig gehört. Um es wirklich zu beurteilen. Das. Keine Ahnung, wer das ist. J. Cole. Great oder good? Good. High good. Ganz oben auf jeden Fall. Obwohl ich würde vielleicht sogar noch 21 Savage über ihn tun. Wir überlegen, ob ich hier ein Gold Status tun will. Commander 7 ist low good. Borski 1 ist so eine 5. 2. Warte mal, ich muss ganz kurz. Was war Borski 2 nochmal? Ich glaube, wenn ich das Cover sehe, dann weiß ich wieder. Ah, stimmt. Ja, Borski 2 ist so eine 7. Genau wie Borski 3 und Borski 4, 6. Kopf 5. Vielleicht sogar noch. Ja.
So ist, glaube ich, um ehrlich zu sein. Komm, ich tue einen Tupac hier mal raus. Es wird zu viel disrespected, obwohl ich nicht viel gehört habe. Das ist Carmen, oder? Ich bin dumm, warte kurz. Das ist nicht Carmen. Ich bin gerade dumm, wer ist das? Das ist nicht Frank Ocean. Ich bin gerade lost, keine Ahnung. Und Frank Ocean ist nicht mehr wirklich ein Rapper. Trotzdem wäre er, glaube ich, in Great oder Amazing. Okay, Caller ist so meh. Feier ich nicht wirklich richtig. Ja, er hat gute Songs. Nur, er hat zu wenige auch. Hat er überhaupt ein Album? Ich glaube, der hat nicht mal ein Album, oder? Doch, stimmt. Lost Boy. Ja, und YBN, the Mixtape. Okay, gut. Ja, okay. Ich tue ihn einfach mal an. Ich habe sein Album, das ich nicht gehört. Deswegen würde ich ihn mehr tun. Okay. Ja, Ice Cube ist great. NWA rasiert er. Ja. Gute Reime einfach. Und Straight Outta Compton. Es ist halt NWA, aber... Ah, NWA kommt gleich. Ja, komm, dann lass. Dann warten wir kurz. Ja, Kid Cudi ist auch great, würde ich sagen. Man on the Moon. 1 ist so eine 9,5 bis 10. Ja, 10 ist auf jeden Fall valid. Wenn ihr sagt 10, dann ist es auf jeden Fall valid. Denzel Curry würde ich auch in great tun. Sehr underrated auch. Obwohl, im Moment kriegt er auch wirklich gut den Hype, den er bekommt. Ja. CD ist heute angekommen. 3 CDs. Heute sind Illmatic, 808s in Heartbreak und Graduation angekommen. Einfach nur nice. Okay. Achso, Album, genau. Imperial ist so eine 7,5. Taboos and a 10 für mich, finde ich. Einfach nur geil. Ich hab's auch auf Vinyl. Dann haben wir noch Unlocked ist so eine 7,5. Und... Hat er noch Alben? Ja, stimmt. 42 Zell. So eine 4. 4,8. 4,5. 4,5. The Baby ist meh. Baby on Baby. Hat mir nicht so recht gut gefallen. Es war halt repetitive. Repetitive, so. Deswegen kriegt das Album für mir eine 6 von 10. Und Baby on Baby kriegt von mir eine 7. Blank, blank. Ich habe alles an Alben gehört. Blank, blank, 5,8 und der Rest alles 3 bis 4. Nichts absolut so kacke, repetitive, sorry. Danny Brown, great. Atrocity Exhibition, wollte ich mir auf Vinyl holen, werde ich auch auf Vinyl holen. Das wird meine nächste Vinyl sehr höchstwahrscheinlich sein. Genau, Atrocity ist eine 10. Just City Exhibition. XXX, Triple X, Triple X ist eine 8. Ja, und die anderen habe ich noch nicht gehört. You Know What I'm Saying ist neu, 2 Jahre her, aber. Ja. Ich glaube, es ist Lil Dark hier nicht viel gehört. Okay. So, jetzt kommt Death Grips. Und ich weiß, die Leute, die ihn kennen, die Leute, die Death Grips kennen und haten, die werden jetzt auf jeden Fall disagreeen. Ja, Daumen runter, ist okay, in Deutschland ist er eh nicht bekannt, deswegen. Sie, by the way. Ja, gut, alles. Für mich ist es Top 5. Death Grips einfach so solid. X-Military ist overrated, ist eine 8. Pause TV ist auch overrated, ist eine 8. Dann haben wir The Money Store, ist eine 10. Bottomless Pit ist eine 10. Year of the Snitch ist eine 8,5. Ja, das waren, glaube ich, alle Alben. Genau, No Love Deep Web ist eine 7,8. Also solid. Oh, okay.
Direkt der nächste, der in den Goat Status kommt. Komm, dann tun wir Cardi auch noch in den Goat Status. MF Doom. Goat Status auf jeden Fall. Mad Villain ist eine 10. Food ist eine 8,8. Was haben wir noch für Alben? Die anderen habe ich noch nicht wirklich gehört. Doch, ich habe noch ein Album gehört. Fällt sich an. Egal, ich habe ihn auf jeden Fall sehr aufgehört. Ist Goat Status. Kein Problem. Ah, Drake ist great. Ja. Iverian ist Too Late ist eine 8,5. Ja. Darkland Demo Tapes 5 vielleicht. Nicht wirklich alles gehört, glaube ich. Zu wenig gehört von Drake auf jeden Fall. Ich würde ihn deswegen vielleicht sogar noch ein Good tun. Ja, tun wir ihn High Good. Hallo Dirks, bislang war ich sorry, meh. The Voice of the Hero 7,5. The Voice einfach nur ist so eine 6,8. Ja. Earl Sweatshirt. Amazing. Oder? Ja, amazing. Idolisgo oder I don't like, I don't go outside. So eine 8. Und Some Rap Songs ist eine 9,5 bis eine 10. Ich würd sogar eine 10 geben, ja. Echo habe ich übrigens nicht gehört. Soulless muss ich noch hören. Und genau, Feet of Clay ist so eine 6. Ja. Oh mein Gott, und schon wieder. Goat Status, Eminem. Okay, er ist overhated. Er ist overhated, das ist klar. Ich könnte literally ein Rating von jedes seiner Album geben. Okay. Re-Up habe ich nicht gehört. Revival habe ich noch nicht ganz durchgehört. Kamikaze. Machen wir erstmal Marshall. Dings vom CS Album. Music to be Murdered by. Genau. 7,8 oder eine 8. Dann Side B ist so eine 6,8. Dann Kamikaze 6,5. Dann Slim Shady LP habe ich noch nicht gehört. MMLP, manchmal ist LP 1 ist eine 10. 2 ist auch eine. Na. 9. Eine 9. Ja, Revival von, was ich gehört habe, 5 vielleicht. Oder? Nee, nicht 5. Ich weiß nicht. Okay, 3 bis 4 vielleicht. Ich muss kurz gucken. Ich glaube, genau, Encore ist so eine. Habe ich nicht so gefeiert, finde ich. 5. Ah, Eminem Show, genau. Eminem Show ist so eine 10, würde ich schon sagen. Ja, doch, eine 10. Doch. Ja, okay. Relapse ist noch nicht alles gehört. Achso, Recovery 7. Komm, 5. Ja, Gold Status auf jeden Fall. Migos richtig. Ich kann sie erkennen. Nee, das ist nicht Migos auf jeden Fall. Können wir. Das ist. Fetty Wap. Nicht mehr bad. Hat einen Hit, aber ich habe nichts anderes gehört, deswegen kann ich es auch nicht wirklich. Okay, aber French Montana ist bad. Ich meine, sein Freestyle. Ja, vielleicht habt ihr es gehört, es war ganz fire, aber sonst terrible. Das war French Montana, oh Scheiße. So, ich weiß nicht, ob ich noch eine Future habe, deswegen ranken wir jetzt Future. Ich habe mich gerade verschluckt. Also, so guter Witz, Elias. Future ist great. Amazing sogar. DS2 ist eine 9 von 10. Monster ebenso. Nee, Monster ist eine 8,5. Dann High of Life ist so eine 7,5. Die anderen Alben muss ich noch hören. Okay, Trash Gambino habe ich nicht viel gehört. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, mir wird es wieder. Die Easy nicht viel gehört. Okay, Freddy Gibbs, okay. Ist great. Auf jeden Fall. Alfredo 9,3. Pinata 9. Pinata 9,5.
Ja. Solid. Solid. Oh mein Gott. Ja, Gunner ist so mehr. Wanna ist so eine 7. Drips. Eason 3. Jetzt 2,8. Ja. Der hat noch nicht viel wirklich gehört. G Herbo auch nicht viel gehört. Genauso wie Hobson. Genauso wie Jaden Smith. Genauso wie Jay. Ja, Jay-Z will ich wirklich werden, habe ich ziemlich gehört. GID ist good. Eigentlich würde ihn auch mehr tun, glaube ich noch. Er ist underrated auf jeden Fall. The Never Story soll eine 6,8. Dann haben wir noch Revenge of Dreams 3, muss ich auf jeden Fall noch hören. Dann Joey Badass. Nicht viel gehört, aber was ich gehört habe, war auf jeden Fall gut. Ja. Jonah Lucas. Meh. Devil's Works, guter Lyrical Song. Den feiere ich sogar, obwohl ich nicht der größte Lyrical Rap-Fan bin. Ich weiß Freddie Gibbs, aber bei Freddie Gibbs feiere ich es auch richtig. Und die Production von Freddie Gibbs ist einfach nur krass. Madlib halt, ne? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die besten zwei Producers sind einfach Madlib und The Alchemist. Sagt mir, was ihr wollt, das sind die zwei besten Producers. Was vielleicht noch in Fra ausregnet. Aber, es könnte noch in Frage kommen. Kanye, stimmt. Also die vier besten sind auf jeden Fall Kanye, JPEG Mafia, Madlib und Alchemist, keine Reihenfolge. Sind aber alle Platz 1. JPEG Mafia hat so eine kreative. Great, great, ja. So eine kreative Production. Veterans, eine 9,5. Okay, Mario Judas. Bad, sorry. Ja, das mit diesem Homie-Song. Ihr wisst, welchen ich meine. Wie heißt der Song? Irgendwas mit Death heißt der, warte. Oder? Mario Judah. Genau, Die Very Rough. Bia habe ich, nicht. Waller the Red. Die EP. Da haben ja Leute gesagt, dass es besser ist als Waller the Red. Das ist auf jeden Fall nicht mehr stimmt. Ja. Okay, Juice WRLD muss ich sagen, ist gut. Für mich. Und ich weiß, wer das hätte bekommen, dass ich 3 Alben von denen als 10 habe. Das ist halt mein Fave Artist of All Time mit Kanye. GB and, also Goodbye and Good Riddance ist eine 10. Traditional for Love ist eine 10. Legend of the Dice ist eine 10. Meiner Meinung nach vom persönlichen Geschmack. LOL, einfach diesen. Juice WRLD und Kanye sind einfach nebeneinander, Leute. Die zwei besten Artists, meiner Meinung nach, sind nebeneinander. Und ich weiß, dass Juice sehr viel Hate bekommt. Aber das ist mir egal. Kanye, Leute, was soll man denn sagen? Wie könnt ihr ihn nicht in Go tun? Jetzt mal ehrlich. So würde ich es machen. Ich würde es so machen. So. Aber das kann interchangeable sein. Ja, ich glaube, so ist es gut. Ja, kann so. Ja, also Kanye, greatest of all time mit Juice. Graduation ist eine 10. Dann haben wir noch My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist eine 10. The Life of Pablo ist eine 9,5. 808s and Heartbreaks ist eine 9,5. Dann haben wir noch Jesus King ist eine 7,5. Yay ist eine 8,5. Watch the Throne habe ich nicht wirklich zu Ende gehört. Was haben wir noch für Alben? Late Registration ist eine 9. Also ihr seht, einfach zu solid. Ich weiß nicht, wie ihr den Typ nicht... ja, sorry, Little Kid. Little Kid ist okay. Sagen wir mal ganz low, meh. Chief Keef. Nicht viel gehört, nicht viel gehört. Genau das... Kendrick Lamar ist auch ein Gold. To Pimp Butterfly ist eine 10, da kann man nichts gegen sagen. Good Kid Mercedes ist auch eine 10, kann man eigentlich auch nicht viel... Ja, okay, Shireen und Real. Aber... Real ist sehr overhated, ist ein richtig guter Song, obwohl er sehr lang ist. Also, Alter, was passiert hier gerade? Bin ich lost? Okay, super. Ja, und Damn ist so eine 9. Also, ihr seht, auch so solid. Ich glaube, er ist hier ganz gut.
Over Cardi? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, komm, tun wir mal einfach über Cardi. Doch, eigentlich schon, weil Damn 9, dann 2 10s und Cardi hat eine 9,5, eine 7,5 und eine 10. Also schon. Nur wenn man es halt so overall überdenkt, dann ist es halt dann doch mal was anderes. Wenn man es jetzt nach Scores bewertet, ist es doch nicht so. Okay, Kodak Black, meh. Hm. Also ZZ ist ein Smash-Hit, aber ja. Call of the Friends underrated, trotzdem würde ich ihnen noch ein mehr tun. Komm, Kid Leroy fand ich jetzt nichts krasses dran. F-Love habe ich ja nicht mit seinen gehört. Ah, oh, nee, sorry. Lil B. Kann man ihn nicht in Go tun? Kann man ihn nicht in Go tun? Lil D, okay, Spaß. Wir tun ihn weg. Lil. Ja, ist. Zu wenig gehört. Ja, Lil Mosey ist sehr overhated. Ich würde ihn sogar noch in Go tun. Ich weiß, sein XXL Freestyle macht ihn sehr overhated. Und er war nicht gut, klar, aber. Certified Hit Markers ist vielleicht eine 7. Obwohl eine 6. Ach komm, wir tun ihn doch in meh. Little Pump, meh. Hat gute Songs, deswegen, ja. Logic, zu wenig gehört. Ist nicht Young Nudi, ne? Nee. Wo hab ich ihn hin? Egal. Lil Ugly Man, so wenig gehört. Wo ist das nochmal? Ich hab's vergessen. Das ist nicht so Lakami, oder? Mac Miller, viel zu wenig gehört. Okay, Miguel würde ich dann mal jetzt in. Meh. Bin ich nicht so ein großer Fan von. DC Force eine 7 oder eine 6,8. Ja. Megan Thee Stallion Bad. Kein Bock, Digga. MGK nicht viel gehört. Migos, ja, mit Migos. Migos würde ich noch in Good tun. Migos Kutsche 1 ist overrated. 7,5. Kutsche 2 habe ich nicht gehört und Kutsche 3. Wie ist es? Eminem, die schon gehört von den weg. Mob Deep, nicht wirklich viel gehört. Nicht viel gehört. Hm. Okay, Nas würde ich dann in Great tun. Low Grade, aber. Obwohl, nee. In Good. Illmatic. Ich habe Illmatic hier sogar. Hab's auf CD. Nur das Problem ist, ich habe viel zu wenig von Nas gehört. Ich habe nur Illmatic gehört und. Ja, das war's eigentlich. Okay. Dann haben wir Lil Nas X. Meh, komm, gehen wir weg. 7 EP, 5 von 10. Es ist halt nicht schlecht, so irgendwie. NBA Youngboy, meh. NBA Youngboy 1. Oh mein Gott. Competitive, 5. 2, 6. Und dieses eine mit The Rich the Kid. 4,5. Ich glaube, das ist nicht Earth Gang oder. NF. Nicht gehört. Auch das gleiche bei Nicki. NLE Chop habe ich gehört, aber. Ich tue ihn mal in Good. Ja. Fertig. Ja. Ich hab nur seinen Singles so richtig gehört. Aber er ist gut. Snort ist meh. Aber er hat Potential auf jeden Fall. NWA ist great. Sie haben eine 9 und eine 9,5. Outkast, wenig gehört. Sorry, tut mir leid. Lil Peep. Eigentlich auch wenig gehört, aber ich mag seinen Style generell nicht, deswegen bad, komm. Vergessen. Polo G würde ich so in Good tun auch. Ich feiere ihn, aber er ist repetitive. Mein Gott. Pusha ist die, meh. Repetitive SS. Aber nicht bad. Ja, Pop Smoke Good. Er kann nichts dafür für sein letztes Album. Das ist ein schlechtes mit Abstand, aber. So 5,8 ist es vielleicht. Keine Ahnung. Smoke Purp, bad. Pusha T, good. Oder? Meh, ich weiß nicht. Ziemlich gut, wahrscheinlich.
Aber Dayton ist Nacht. Conor Rondo, nicht für Gott. Rich. Hab ich nicht gehört. Rich Brian, Junge. Rick Ross würde ich in Mad tun. Ich schreibe eine dunkle Stimme. Aber, ja. Ist ein Rookie. Habe ich wirklich, glaube ich, zu wenig gehört. Testing so 3. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Ja, gut. Please excuse for antisocial. Antisocial ist recht gut. Vielleicht eine 7,8. Rough Wave. Nee, feier nicht. Er hat sich viele andere an. Run the Jewels habe ich vielleicht sogar zu wenig gehört, aber was ich gehört habe, gut, auf jeden Fall. To Nerf jetzt mal gut. So, die tun wir kurz weg. Ah, hier ist Scobaq, ne? Er hat zu wenig gehört, aber. Ah, ne, das war ein anderes Video, was ich aufgenommen habe. Sorry. Ah, Little Sky. Little Sky ist underrated. Ich würde ihn sogar in gut tun. Life in the Dark Rose vielleicht eine 9 und Shelby 7. Ja, Shelby ist wirklich sehr overrated. Die Leute sagen, das ist sein Bestes, aber ist auf jeden Fall nicht sein Bestes. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Scheme ist es gut, ja. Stokely ist eine. Eine 10? Nein, Spaß. Ist eine 9. Sleepy Hollow. Ich hab's auch gehört. Ich tue ihn trotzdem mehr. Zu wenig raus. Vince Staples auch. Aber so Big Fish Theory ist richtig gut. Ich feiere das. Ist ein 8. TK Meh, sorry. Ja, ich weiß nicht. Ich finde TK hat einfach auch zu wenig Release und so. Weil er ist halt im Gefängnis. Okay, das ist jetzt nichts Neues. So, aber. Er kann nichts dafür, aber. Doch, er kann was dafür. Aber sein Album ist vielleicht eine 7. Okay? Deswegen, okay. Aber sein Dre ist auf jeden Fall ein 10 von 10 Songs im Banger. Dann, Young Thug würde ich in Amazing tun. Come on, Leute. Slime Language 8. Also Slime Language 2, 8. Ist absolut solid. Es gibt nicht wirklich einen Skip. Ich bin überrascht, dass Leute das Album recht haten eigentlich sogar. Ja. Ich finde das Album richtig gut. So Much Fun natürlich. 8,5. Slime Language 3. Nee, nicht. Slime Season, sorry. Slime Season 3 hat keinen Skip. Okay. 8. Ja. Solid, Digga. Solid. Und habe ihn früher auch immer richtig viel gefeiert. Mein Favorite Song würde ich sagen, der begleitet mich halt, der Song Hot. Der begleitet mich halt. Ist schon lange. Also seit er raus. Nicht seit er rausgekommen. Vielleicht ein bisschen später. Lil TJ. Lil TJ ist overrated. Wirklich jetzt mehr. Sorry. Lil TJ. Ah, sein neues Album ist nämlich so average. So, ja, das auch. 4 von 10. 4,8. Komm. Das sieht aus wie dieser eine YouTuber. Nee, das ist nicht Made in Tokyo, oder? Check was. Meh. Ah, nee, ich kann ihn nicht auf den Level sehen. Don Toliver, good. Ich feiere ihn. Sein Voice und sein Donner-Feature soll sehr gut sein. Ich habe auch ein bisschen gehört. Okay, Travis Scott ist amazing für mich. Guck mal, wir haben hier 3 Trap-Codes. Obwohl, dann tue ich JPEG Mafia sogar noch auch in Amazing und natürlich NWA auch in Amazing. Von den Karrieren, von den Einzelnen ist es halt wirklich amazing. Deswegen musste ich eigentlich auch Ice Cube in Amazing tun. Machen wir das. Freddy Gibbs tun wir auch noch hin. Die bleiben dann great. Ja, wo waren wir jetzt? Genau, Travis Scott. Travis Scott, Rodeo ist eine 10. Ah, 9,5. Ja, 9,5. Joik. Also ich will den Namen eigentlich nicht wirklich ausbringen. Aber Never Catch Me und I Can Tell sind so langweilige Songs. Never Catch Me ist cool. Ich mag. Das ist halt auch. Ja, 9,5 auf jeden Fall. Geh mir weg mit Tom McDonald. Oh mein Gott. So langweilige Songs. So lyrical, aber nicht gut auch. Ich check auch gar nicht, was der sagt. Also sorry, aber. Terrible. Ich enjoy seine Musik überhaupt gar nicht. Sorry, tut mir leid. Seine Musik ist da, okay? Das reicht. Nee, alles gut. Ich will nichts disrespekten. Ich weiß das, Leute, aber ich respektiere es, okay? Mhm. Und ich hasse es nicht, okay? Triple Red ist gut. Ich will ihn sogar in Great 2, meiner Meinung nach, weil ich feiere ihn einfach übelst.
Love Letter for you 4, 8. 1, 7, 2, 5, 3, 7. Und Pegasus 3 oder 4. War wirklich sehr langweilig. Aber Neon Shark ist so eine 6. Okay, das tut ihnen einen Grade auf jeden Fall. Tiger? Hm, nicht viel gehört, trotzdem. Oh, yeah. Tyler the Creator würde ich einen Grade tun. Honestly, Igor ist eine 10. Call Me for Galos ist so eine 8,5. Oder 8. 8 oder 8,5? Schwer. 8,3. Dann haben wir die. Ah, 8,5, komm. Wir wollten ja nicht so 8,3 machen. Ja, also. Lil Uzi, Astro Wolf habe ich noch nicht ganz zu Ende gehört. Lil Uzi tue ich auch ein Grade. Meiner Meinung nach ist Love is Rage 2 sogar eine 10. Obwohl, oder eine 9,5. 9,5 bis 10, okay? Dann haben wir noch Love is Rage 1, 4 oder 5. Nicht wirklich gefeiert. Eternal Attack ist 9. Ich feiere es. Oder 8,5. Lil Wayne ist great. Oder so amazing. Ja, komm, amazing. Guter Feature-Gast, Funeral is overhated. Und ja, Kader 4 und so. Alles nicht ganz zu Ende gehört so, aber trotzdem, alles gut. Wiz Khalifa, nicht wirklich viel gehört. Lil Tecca ist good. Ja, ja, ja. We Love You Tecca ist, also das Album, ist eine 8,5. Ich feiere das Album richtig. Es hat keinen einzigen Skip. Glow Up ist vielleicht, das ist auf jeden Fall der schlechte Song, aber trotzdem. Keine Ahnung, Bro. Lil Xan, Terrible. Sein einziges Album ist so 2,2. X. X ist good. X hat 9, eine 8, eine 6. Ja. Anders habe ich noch nicht gehört. Lil Yachty, tue ich auch mal ein Good, tatsächlich. Lil Boat 3 ist so eine 7,8 oder eine 8. Eine 8, würde ich sagen. Und Lil Boat 1 habe ich noch nicht ganz hindert. Aber er ist solid. YNW Melly, meh. Hm. Hat gute Songs wie Bang Bang. Young Nudy, meh. Aber er ist, obwohl, komm, Good. Wir tun gleich nochmal am Ende noch ein paar gucken. Und bis zum Ende wahrscheinlich noch. Ja, komm, da tun wir Young Nudy in Good. Young Nudy, ach so gut. Slime hier ist eine 7,8. Dr. Evil ist 6,5. Ja. Wer zum Teufel ist das? 22 G's. Young Lean, nicht wirklich viel gehört. A$AP Rock. Ah ja, genau, die haben wir jetzt alle nach unten getan, ne? So viele nach unten getan. Boah. Jo. Okay, Eminem können wir hier noch warten. Will ich nicht mehr machen. Okay. Dann raten wir noch Wiz Khalifa, tun wir dann mehr noch. Ah, Chief Keef tun wir dann noch ein Good. Leute, hört euch mal den Song, wer ist der? Ich muss das gucken. Er ist von dem neuen Leak. Ne, nicht von dem neuen Leak. Glow Files. Glow Files 4. G-Unit. Hört euch mal den zum G-Unit an. Meiner Meinung nach der beste Chief Keef Song. Dann Lil Darky. Wenn es, also. Doch, das ist Lil Darky, glaube ich. Dann tun wir den. Nicht gut. Meh. Dann tun. Ah, doch, Stan Konya habe ich gehört von Outkast. Der kommt dann tun wir in den Great. Oder gut. Dann tun wir ihn gut. Ich habe noch nicht alles gehört. Wenn ich die anderen beiden Alben höre, also Adlians und Aquani, werde ich sie auf jeden Fall in Great tun. Aber bisher halt, ne? Dann tun wir noch Nicki Minaj in Meh. Tun wir noch. Ja, wir können Sway Lee sozusagen sagen. Aber. Wir tun A$AP Rocky noch ein Good. Tun. G-Eazy noch ein Bad. Lil Ugly Mane noch ein. Nicht Bad, Bro. In Good. Oder meh. Ich feier. Ich weiß Serious Shit nur, deswegen komm.
Und tun wir Baby Kim noch ein Mäh. Little Dick. Ihr wisst. Die Herber noch ein Mäh. Pusha T noch ein Gurt. Ja. Und Notorious Big noch ein Gurt. Ja, vielleicht Hobbs noch ein Mäh. Jack Harlow noch ein Mäh. Ich glaube, das war's. Und dann tun wir NF noch ein Mäh. So. Ich glaube, wir können es so lassen. Vielleicht Skullboy Q. Ja, da habe ich doch noch ziemlich gehört. Na komm. Fetty Wap noch ein Mäh. Chance Rapper noch ein Good, obwohl ich nicht viel gehört habe. Mit Tupac noch in Gurt. Ja. So können wir es lassen. Vielleicht Jay-Z noch in Great, aber na, in Gurt. Ah, ich habe nur ein Album gehört. Ich finde es unfair. Ich finde es irgendwie unfair. Komm, so lassen wir es. Das ist die Liste. Wir werden jetzt noch ein bisschen ergänzen. Nicht nach der Reihe, sondern erstmal ergänzen. Okay. Gurt. Können wir noch irgendjemand Great tun? Nee, so passt es. Mäh, komm, wir tun. Wille tun Little TJ noch ein. Ah, nee. Lass ihn mal mehr. Ja, okay, komm, können wir hier noch ein in mehr tun? Nee, okay, dann würde ich sagen, das war's. Die Liste habe ich jetzt aufgenommen. Zum Glück, ich habe aufgenommen. Okay. Das war die Liste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, habt noch einen schönen Tag. Können wir tun mal hier so. Okay, dann habt noch einen schönen Tag. Vielleicht agreed ihr, vielleicht disagreed ihr. Ich denke, ihr werdet disagreeen. Keine Ahnung. Aber ja, und ich tue alles sehr low. Deswegen, okay. Das sind die Goats. Das ist amazing. Das ist great. Das ist good. Das ist bad. Und das ist terrible. Dann, ciao.